Guten Morgen. Wir haben heute den 6. Dezember, Nikolaustag. Und ich zeige euch mal, wie unser Bett aussieht. ja. So sieht unser durchgewuscheltes Bett aus. Hier liegen schon die ganzen Nikolaus-Geschenke. Und hier wurde auch schon Schokolade aufgegessen und oder ausgepackt. Das muss ich nachher alles mal ja, wegräumen. Aber die Hauptsache ist doch, dass die Kinder sich gefreut haben. genau. Mia ist, glaube ich, schon irgendwas am Basteln oder Machen. Oh, ja, sie wird es euch zeigen. Oh ja, du hast ein Kratzbuch bekommen von Bibi und Tina. Und dann kann man hier auch das abzeichnen. Super. Und man kann die, warte, hier zum Beispiel, da kann man gar nichts hinmalen, dann kann man das einfach ausmalen und auf der nächsten Seite gibt es halt was anderes. Und das einfach ausmalen. Richtig toll. Kannst du mir mal erklären, warum hier die ganze Wäsche von deinem Bruder auf deinem Schleichhaus liegt? Woanders. Weiß ich jetzt auch nicht. Ja, pack das mal bitte weg, Mia. Die Hose kann er nochmal anziehen. So, ich wollte jetzt den Hund füttern, denn hier ist unsere Katzenecke. Sieht hier richtig appetitlich aus, ne? Trockenfutter. Ja, Parfümecke kannst du gleich zeigen. Hier ist Apollos Futter. Apollo hat noch kein Essen bekommen, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Jedenfalls haben wir hier einmal das Trockenfutter. Das ist dieses hier von Bosch Senior. Apollo ist nämlich schon ein Senior. Oh, ich kann gar nicht richtig zufassen. Ich habe ja hier noch mein Pflaster. Ich euch, glaube ich, gezeigt, oder? Warte mal. Da ist das Pflaster und ich habe mich ja voll geschnitten an einer Konservendose. Und so kann ich eigentlich alles benutzen, aber wenn ich jetzt so etwas greife und hochnehmen will, das geht immer nicht. Muss ich immer mit den anderen Fingern machen. So immer einen so einen Ikea-Blumentopf voll. Zack. Oh. Koya hat gerade gerufen. Apollo hat ja schon gefüttert. Apollo, du hast gar nichts gesagt. Ja, Mama, aber heute ist Nikolaus. Er hat noch kein Geschenk gekriegt. Ja, okay, dann gibt es aber nur Trockenfutter. Sonst hätte ich jetzt nämlich noch Nassfutter mit reingemacht, aber nee. Jetzt gibt es nur Trockenfutter für den Hund. Jetzt möchte ich meine Parfümecke. Guck, der tut so, als ob er noch gar nichts gegessen hätte. So, jetzt will Mia euch nochmal die Parfümecke zeigen. Darf ich dann noch zeigen, was ich bekommen habe von Nikolaus? Ja. Also hier ist einmal ein Parfüm Vanille. Ich glaube, das habe ich zum Geburtstag bekommen. Also als ich 7 geworden bin oder so, weiß ich halt. Das habe ich heute bekommen. Mini Love und ich habe ein... Mini Love, genau. Ja, und das hatte ich von Sabine, Mini Pink. Dann hat Mama mir mal das hier geschenkt. Das ist so Coco. Und das hat Papa mir eben gerade gegeben. Genau, das ist auch ein bisschen Vanille. Oh, Entschuldigung. Du musst das gerade halten, Mia, so. Guck mal, gerade halten. Warte. So. Riecht gut? Super. Ich dachte gerade, da liegt Schnee, aber das ist irgendwas anderes. Das ist eine Tüte. Eine Tüte. Ich habe gerade gedacht, da ist so ein Schneehaufen. Naja. So, wir gehen jetzt erstmal hoch und machen da weiter. Ich habe doch schon gerade das Bett gezeigt, die ganze Schokolade und so. Ja, aber jetzt gibt es erstmal keine Schokolade mehr, weil wir wollen ja gleich frühstücken noch, ne? Ich zeig euch, was mir gehört. Ja. Also, hier war eine Kette drin, die habe ich gerade an. Dann, ja, da war ich noch gut. Dann habe ich hier so ein Comic, das gehört auch hierzu. Und dann habe ich noch so ein Buch. Ein Sticker-Album, ne? Ja, hier sind schon Sticker, also insgesamt sind das drin schon 11. Mhm. Und dann gehören diese Schokosachen hier mir. Hier drin waren. Ich mache dir das gleich auf. Hier drin waren die Schokosachen eigentlich, aber jetzt sind da so Schnüre. Ja, so hier Schnüre. Diese Schnüre. Ja, da. Diese Schnüre. Dann habe ich so ein pinkes Meerjungfrauen-Shampoo, ein kleines. Dann hier so welche Schokostückchen. Da hat meine Freundin immer auf seinem Kalender sowas. Kriegt sie. So ein Weihnachtsmann, da drin ist ein Überraschungseiner, glaube ich. Und ein nochmal ein Weihnachtsmann. So, und deine Schuhe bitte jetzt von meinem Bett runter, auch wenn sie sauber sind. So, und wir gehen jetzt erstmal hoch und bereiten mal unser Frühstück vor.
So. Unsere Hörnchen mit Nutella sind jetzt fertig. Die sind richtig aufgegangen hier vorne. Genau. Die sind jetzt fertig. Unsere Aufbackbrötchen. Wir hatten noch so ein paar. Ich habe hier auch noch mal welche gekauft gehabt. Die schiebe ich auch gleich mal rein, weil wir hatten nur so kleine. Die sind jetzt in der Fritteuse. Die habe ich in der Heißluftfritteuse gemacht. Einfach, weil es jetzt parallel dann besser ging. Und pass auf, Ben, du darfst da nicht hingehen. Das ist ganz heiß. Heiße Schokolade. Heiße Schokolade, genau. So, und jetzt zeige ich euch unseren Esstisch mal. Meine Schokolade. Das zeige ich euch erst, wenn es fertig ist, weil jetzt sieht es ein bisschen hässlich aus. Aber, oder doch, ich zeige euch jetzt, dass sie, wenn man hier einfach alles kauft, ohne Linien aufpasst, dann ist es trotzdem cool. Das ist die linke Hand. Nee, das ist die rechte Hand. Und so ist die linke Hand. Nee, so ist immer noch die rechte Hand. So, also ich habe auf jeden Fall so einen Salat gemacht. Ich esse sowas hier immer ganz gerne. So Champignons haben wir, Zwiebeln haben wir, Gurke, Tomate. Ja, ein bisschen Aufschnitt. Und für die Kinder halt diese Schokodinger, ne? Auch noch. Auch noch, genau. Ich möchte nämlich Salami essen. Ja, das ist nämlich Mias und meine Lieblingssalami. Ich mag keine andere Salami. Ja, und ich genau. Mag die Salami auch. Oh, du magst sie auch, genau. Wir müssen uns die jetzt immer schon zu dritt teilen. Sehr fettig, aber sehr lecker. So, wir waren jetzt auch noch bei Oppi. Ja. War da der Nikolaus auch? Ja. Und was hat er gebracht? Für mich war ein Gummi und für mich nochmal Weingummi. Für mich nochmal Weingummi. Und ganz viel Weingummi für Ben. Genau, also da waren wir jetzt gerade schon drüben, der war nämlich auch da. Und jetzt haben wir es mittlerweile, ich will immer hier auf meine Uhr gucken, aber die ist leider nicht mehr da. Die ist irgendwie, ich komme immer mit meinem Bauch beim Kochen gegen den Herd und mache dann irgendwelche Grundeinstellungen kaputt, keine Ahnung. Wir haben es auf jeden Fall kurz vor 12. Ben, es wird jetzt nichts gegessen, ne? Mhm. Möchtest du was trinken? Ja, okay. Okay, Trinke. Genau, also wir haben es kurz vor 12, ja, Koya und ich, wir haben gerade einfach nur auf dem Bett gelegen und uns unterhalten. Wir gucken halt immer so, wir unterhalten uns immer über das neue Haus, was wir da so machen wollen, was halt quasi jetzt als nächstes ansteht. Wir hatten jetzt auch schon wieder eine Rechnung bekommen. Das ist so krass, wir kriegen irgendwie gefühlt jede Woche. Ja, ich weiß, aber die ist nicht hier vorne. Hier ist deine Fanta, Ben. Also wir kriegen jetzt momentan fast jede Woche irgendwie Rechnungen, 500 Euro, 600 Euro, ständig kommen irgendwelche Rechnungen rein. Aber das war uns ja klar, halt dadurch, dass wir beim Notar waren, hat jetzt der Notar, der Makler, dann das Amtsgericht einmal zum Beispiel eine Vormerkung für die Grundschuld, dann, dass die Grundschuld eingetragen worden ist, also das sind 1000 Sachen halt, ne? Ja, und dann müssen wir halt mal gucken, dass wir nicht den Überblick verlieren. Ich habe so eine Excel-Tabelle gemacht, wo ich quasi alles aufschreibe, was wir jetzt bezahlen, damit wir wissen, wie viel kommt noch ungefähr und auf uns zu. Man sagt ja immer ungefähr 2%, also 1,5 bis 2% vom Kaufpreis kommt als Gebühren für den Notar und für das Amtsgericht und so, Grundbucheintrag, sind ungefähr 2%. Ungefähr 5% Grunderwerbsteuer, die haben wir jetzt noch nicht bekommen, weil das wäre ja schon eine richtige hohe Summe. Mal gucken, wann die kommt. Ja, dann hatten wir noch Makler. Das hat auch nicht immer jeder. Makler haben wir ja auch über 5%. Wie viel waren das? 5,4 oder so. Irgendwie sowas haben wir auch bezahlt für den Makler. Ich hätte natürlich am liebsten ein Haus ohne Makler gekauft, aber ja, wir waren froh, dass wir das gefunden haben und dann gesagt, scheiß drauf. Jetzt haben wir halt den Makler. Genau, und dann kommen ja nochmal die ganzen Renovierungskosten dazu. Mein Gummibär. Ja. Dann kommen noch die ganzen Renovierungskosten dazu, die wir noch haben werden. Also da sind wir uns halt auch noch nicht hundertprozentig sicher. Einmal mit meiner Küche, was kommt da noch auf uns zu? Wie viel werden wir jetzt da noch noch dazu kaufen? Und dann wollen wir noch einen neuen Ofen und Fliesen raus und Laminat rein und so. Und das wird schon einigermaßen viel kosten. Aber ja, wir haben es uns ja so ausgesucht. Danach haben wir ein richtig schönes Haus. Und ich bin so froh, wenn ich es euch endlich mal zeigen kann. Also nicht nur so ein Bild oder so, sondern wenn wir endlich mal so ins Haus gehen können zusammen und ich euch das jetzt zeigen kann. Aber es sind nur noch 2,5 Monate. Oder 2 Monate? Ja, 15.02. Also um die 2 Monate ungefähr noch. Und dann können wir da rein. Aber wir haben jetzt jedenfalls mega viel noch zu tun. Wir sind schon die ganze Zeit immer am Kisten packen. Wir haben gestern schon wieder 2 Kisten zusammengepackt. Wir haben einfach unsere Klamotten angeschaut und haben geguckt, was, also so Sommerklamotten brauchen wir jetzt hier in dem Haus nicht mehr. Deswegen. Nee, du bleibst jetzt hier. Oppi braucht seine Ruhe.
Genau, so Sommersachen brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Die haben wir jetzt schon weggepackt. Und jetzt muss ich noch die Kindersommersachen aussortieren. Und jetzt habe ich einen Schrank so ein bisschen umsortiert. Und ja, die Sachen können jetzt auch weg. Und ja, ich wollte euch jetzt einfach mal mit runternehmen. Ich bin unten gerade, oder ich wollte gerade wischen. Und Ben, kommst du mit nach unten? Genau. Also wischen wollte ich gerade. Habe schon die ganzen Teppiche im Schlafzimmer weggeräumt. Da wollte ich nämlich anfangen. Genau. Sieht so ganz anders aus ohne Teppiche. Warte mal, ich zeige euch das mal. So sieht es ohne Teppich aus. Die liegen da. Genau. Dann wische ich jetzt hier erstmal. Und dann wische ich den Rest der Wohnung, weil Apollo dann doch, ich glaube, hier vorne im Eingangsbereich sieht man es ein bisschen. Hier sind überall so Flecken von Apollo, weil der dann damit immer sabbert oder die Kinder halt mit ihren dreckigen Schuhen hier reingehen. Deswegen muss ich hier unbedingt wischen. Und die Kiste zum Beispiel, die war alles, das war alles hier im Schrank drin. Die haben wir jetzt rausgeräumt. Und jetzt haben wir halt unten Schuhe. Hier oben haben wir noch so ein bisschen Krims. Hallo, ich möchte nicht verhaftet werden, Ben. Hier oben haben wir Krimskrams. Guck mal, die Mütze, die gehört nicht hier oben rein, ne? Krimskrams. Und hier sind die ganzen Mützen und Schals und so, die habe ich nämlich auch wieder gefunden. Ben, das tut mir weh. Oh, du kleiner Polizist. Genau, und deswegen muss ich das hier nämlich leer räumen, damit die ganzen Schals und sowas da reinpassen. Und ja, das kommt gleich in eine Kiste rein. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und ich fange jetzt erstmal an mit dem Wischen hier. Legt eine Mieze. So, ich habe jetzt hier alles gewischt. Ist nur ein bisschen nass, aber ich gehe hier trotzdem durch, weil ich habe jetzt keinen Bock, einfach so lange zu warten. Oh nein, ich habe die Treppe vollgestellt mit den ganzen Sachen. Ja, wir haben gerade so ein bisschen Probleme mit unserer Heizung, weil wir haben da solche elektrischen Thermostate, glaube ich, dran. Genau, wo man halt genau einstellen kann, wie viel Grad und so weiter und so fort. Und das eine ist kaputt. Und das kann entweder, also da ist immer eine Fehlermeldung, entweder kann es nur kalt oder heiß. Und so wie es eigentlich ist, dass man kann das auf 0,5 Grad genau einstellen. Ja, es funktioniert irgendwie nicht. Deswegen, eben gerade war mir zu kalt vom Duschen. Jetzt ist mir zu warm. Ich bin auch nicht zufriedenzustellen, ne? Genau, ja. Jetzt warten da so ein paar Sachen auf mich. Und zwar meine leeren Sachen. Oh, ich habe gar keinen Bock. Ich muss nämlich übelst viel aufholen beim Lernen, weil ich Montag eigentlich Schule gehabt hätte, aber ja, da ist etwas Wichtiges dazwischen gekommen und deswegen konnte ich leider nicht Montag zur Schule gehen. Das ist das erste Mal, dass ich nicht hingegangen bin. Und jetzt muss ich quasi alles vom Montag halt mir selber beibringen und die ganzen Aufgaben nachholen und so. Ja, und dann habe ich gedacht, ja, ist ja kein Problem, weil wir haben jetzt erst nächsten Montag wieder. Also ich habe eine Woche Zeit dafür. Aber da ist ja mein Aua hier dazwischen gekommen und ich konnte, ja, ich glaube, Freitag war der erste Tag, wo ich wieder richtig schreiben konnte. Also es ging jeden Tag besser, aber das Problem ist halt, wenn man das denkt man gar nicht, ne, wofür man das, also wenn man da halt so ist, ne, und bei mir hat das halt wehgetan, dieses Zusammendrücken hat wehgetan, ne, bin ich hier oben schon gegengekommen, deswegen konnte ich nicht schreiben. Ich habe dann immer bei der Arbeit, habe ich glaube ich schon geschrieben, ich habe das dann hier zwischen diese Finger genommen, habe das so festgemacht und habe dann, ich muss bei der Arbeit nicht viel schreiben, aber ich muss so ein paar Belege kontieren und muss dann halt 34.00 oder so dahin schreiben und habe ich so 34.00 hingeschrieben, das war halt immer voll aufwendig und richtig tippen konnte ich halt auch nicht und ich hatte mega Angst, dass ich bis Montag nicht mehr schreiben kann. Also, dass ich da noch nicht richtig schreiben kann, aber es ist jeden Tag wirklich besser geworden. Es tut nur noch ein bisschen weh. Also zum Beispiel, so einen Alltag tut es gar nicht, aber da will ich irgendwas hochheben. Zum Beispiel einen Teller hochheben, das tut dann weh. Was machst du denn da? Das Bild hat hier. Ach so, das Bild willst du. Kaputt gegangen. Leg mal auf den Boden, dann kannst du damit malen. Wir haben letztens so eine Tischdecke genommen, so eine Einmal-Tischdecke. Nicht auf dem Teppich, da kann man nicht so gut malen, Ben. Und haben Ben abgezeichnet. Nein, ich mal doch nicht. Achso. Guckst du dir das nur an? Okay. Naja, jedenfalls kann ich jetzt endlich wieder halbwegs vernünftig schreiben. Zwar noch nicht so mega schnell, aber ich kann wieder schreiben. Ich muss jetzt lernen. Und muss jetzt erstmal die 3 Stunden aufholen. Ich habe gestern eine Viertelstunde gelernt, dann war das Essen fertig. Dann hatte ich auch keinen Bock mehr. Und ich schiebe das immer hin. Ich schiebe das immer die ganze Woche. Und dann sitze ich hier sonntags und muss das machen. Genau. Das ist mein Sonntag.
muss mir das jetzt erstmal beibringen, das, was wir also das, was ich verpasst habe, plus die, das normale Lernen, was ich sowieso noch mache, das Wiederholen und so. Deswegen wird es jetzt ein schöner Nachmittag für mich mit Lernen. Ich habe auch immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht lerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann denke ich mal so, nein, hättest du mal mehr gelernt und so. Aber egal. Mit einem schönen kalten Glas Schutzschab lernst du dich viel besser. Bis später. So, wir haben es jetzt mittlerweile 3:30. Oh, meine Kamera geht irgendwie nicht richtig auf, meine Linse. Ich muss die mal richtig sauber machen. 3:30, Koya ist immer noch unterwegs. Ich habe jetzt aber gerade von ein paar Freunden von uns eine WhatsApp-Nachricht bekommen, ob wir nicht Lust haben, uns heute mit denen zu treffen. Die wollen vorbeikommen. Ich habe sowieso keinen Bock mehr zum Lernen, also von daher gerne. Ich musste mich erstmal ausziehen, weil mir so warm ist. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe oder ob ich das bei Instagram gesagt habe. Ich habe wieder mich ablenken lassen von Instagram. Genau. Ja, die schicken mir gleich einen Standort. Die brauchen, glaube ich, eine halbe Stunde oder so bis hierher. Koya ist halt, wie gesagt, noch nicht da. Aber das ist nicht schlimm. Ich habe dann jetzt noch kurze Zeit hier, einmal kurz die Küche aufzuräumen. So viel ist das nicht. Ist nur noch ein kleiner Teil von unten. Und ja, dann räume ich das auf. Dann können die auch gleich kommen. Die haben auch zwei Kinder. Auch ein Mädchen und einen Jungen. Das ist richtig toll. Und Baby Julius ist, glaube ich, etwas über ein Jahr und 3 Monate oder so. Und das ist für Ben auch voll das Highlight. Ne? Wir haben heute schon ein Video von Baby Julius bekommen, wo er so am Tanzen ist, wegen, weiß ich nicht, Weihnachtsliedern oder so. Und da sagt Ben immer gleich, oh, ist der süß. Also Ben ist da voll in Baby Julius verliebt. Und wir hatten auch das eine Mal so ein, wo die hier waren, ist er unter dem Wäschetrockner da gegangen, unter diesen Wäscheständer. Und ist da was auf ihn draufgefallen und Ben hat das so gehalten und Ben erzählt das jedes Mal, wenn er diesen Wäscheständer sieht. Wisst ihr noch, als ich Baby Julius gerettet habe? Das ist so süß. Genau, ich werde jetzt hier schnell aufräumen, damit die gleich kommen können. Und dann denke ich mal, dass ich mich erst heute Abend bei euch melde, damit ja, wir hier einfach einen entspannten Tag verbringen können. Bla 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 bla. So, Besuch fällt aus. Weil meine Frau unangenehm riecht. Ja. Das ist denen aufgefallen. Nein, wir hatten eben gerade so darüber gesprochen, ob die zu uns kommen wollten. Und jetzt haben die aber irgendwann dann gesagt, ja, wollt ihr nicht zu uns kommen. Aber also Koya, meine linke Bart-Dings ist besser als die rechte. Aber Koya ist gerade erst mit den Kindern wieder nach Hause gekommen. Und ehe wir jetzt da losfahren und da sind. Und meine Frau in Heimscheiße ist. Nee, ich habe aber einen Jogginganzug an. Deswegen bin ich jetzt nicht so spontan. Also klar, uns kann immer jeder besuchen, aber... Dank aber meine Frau verlässt das Haus nicht gern. Nee, nicht Sonntag. Nicht, wenn nicht ich so, Montag. Wenn ich nicht an Tagen, die mit G enden und Mittwochs. Ja, genau. Ja, aus dem Grund kriegen wir jetzt doch keinen Besuch. Heißt, die Kamera ist jetzt wieder am Start. Mia war eigentlich mit Oppi verabredet um 16 Uhr zum Carrera-Rennbahn spielen. Eigentlich war Ben mit. Ja, Ben, verabredet. Genau. Aber Ben hat vorhin, als wir drüben waren, hat Ben gesagt, Oppi, du hast gesagt, wir gehen wieder hoch zu dir zur Karriererin, wenn Dezember ist. Und wir haben Dezember und wir waren noch gar nicht da. So, und dann waren die ja nicht verabredet. Dann habe ich zu mir gesagt, okay, dann geht zu Oppi rüber und sagt, dass wir Besuch bekommen. Das ist rübergegangen, hat abgesagt. Hat gesagt, wir treffen uns dann später. Also haben einfach nur die Uhrzeit verschoben. Und jetzt haben wir gerade gehört, weil die Treppe ist quasi genau hinter dieser Wand. Und haben gehört, wie Oppi hochgegangen ist. Ich habe gesagt, jetzt könnt ihr nochmal hingehen und könnt sagen, wir kriegen doch keinen Besuch. Wir verschieben es wieder nach vorne. So viel Stress an einem Freitag, ne? An einem Sonntag. Und jetzt sind wir hier alleine Stress und wissen gar nicht, was wir machen sollen. Ohne Kinder. Fällt dir was ein? Hm. Ich könnte es was sagen, aber das schneidest du eh raus, deswegen lass es. Genau. Also ich habe ja vor, mit Koya jetzt meinen heißgeliebten Bohnensalat zu schnippeln. Hilfst du mir? Es geht mir voll auf den Sack, dieses Rumgedampfe, ne? Okay, das heißt okay, ich mach mir jetzt eine Zigarette. Nein, so meinte ich das gar nicht. So, also, ich hatte hier sogar schon die Süßigkeiten vorbereitet für unsere Gäste, aber die kriegt ihr jetzt nicht. Die essen wir jetzt alle alleine auf. Nein, ich fange jetzt mal an und fange mit meinem Bohnensalat an. Genau, muss ich ein bisschen schnippeln. Und, genau, habe ich euch den schon gezeigt, ne? Also, da kommt einfach nur Paprika, Zwiebeln. Ich kann es aber trotzdem nochmal sagen. Paprika, Zwiebeln, da müsst ihr aufpassen, es müssen Gemüsezwiebeln sein, das sind diese großen. Und Kidneybohnen kommen da rein und Pfeffer und Salz und Essig und Öl. Mehr nicht. Man kann noch, wenn man möchte, Feta-Käse reinmachen, das machen wir aber nicht, weil ich es nicht mag. Haha. Und mein Akku blinkt, deswegen fange ich jetzt einfach mal schnell an zu schnippeln.
So, wir sind hier gerade mega am Wuseln. Ich gucke immer in jede Schublade, was da so ist. Wir hatten noch zum Beispiel ganz viele Windeln. Hier diese Dings funktioniert schon wieder nicht. So, ganz viele Windeln. Die behalte ich aber. Ich habe die jetzt bloß alle mal in eine Tüte gepackt. Weil wenn wir jetzt mal irgendwann woanders übernachten sollten, dann in einem fremden Bett, da habe ich immer Angst, dass trotzdem was daneben geht. Ja, willst du das Honigbrot mitnehmen? Ja. Okay. Genau. Ben hat nämlich gerade der Honig gesehen und es wollte ja unbedingt ein Honigbrot. Ja, schmeckt dir das? Nein, das von den Bienen. Von den Bienen ist das, genau. Apollo-Bettchen. Ich mag den Honig. Genau, dann geh mal rüber und sag das. Mhm. Mia ist jetzt die ganze Zeit drüben bei Oppi. Wir haben schon Carrera-Rennbahn gespielt. Jetzt hilft gerade Mia dabei beim Salat machen. Und ich bin schon wieder nicht im Autofokus. Ich habe mich da gestern noch so drüber aufgeregt. Ich bin mir nicht sicher, was ich hier einstellen muss. Jetzt bin ich im Autofokus. Ich habe keine Ahnung. Zu viel Technik. Auf jeden Fall ist Mia drüben und hilft jetzt beim Salat machen, beim Schnippeln und so. Und wir haben in der Zeit hier, die waren auch schon mit Apollo spazieren. Und wir haben hier Bens Zimmer ein bisschen aufgeräumt. Sieht ganz schick aus eigentlich so. Also oben, da lag eine Katze. Liegt da immer noch eine? Nee, ich glaube jetzt nicht. Ich muss hier gleich nochmal durchsaugen, weil wir haben die ganzen Kisten ausgeschüttet. Wir haben jetzt nur noch eine Krimskramskiste. Das ist alles mit Lego. Hier ist überall Lego drin. Das ist halt seine... sein Kleiderschrank und da oben sind alles so Küchensachen, die habe ich jetzt erstmal zur Seite gepackt. Genau, haben wir alles aussortiert und zwar haben wir ein paar Sachen weggeschmissen und hier sind schon zwei Umzugskartons mit Sachen, wo wir gesagt haben, okay, da spielt er jetzt momentan sowieso nicht mit. Die kommen jetzt so ein bisschen in die engere Auswahl, das sind teilweise so Babysachen schon und ja, teilweise Sachen, wo er einfach selten mit spielt. Die haben schon mal aussortiert, Koya hat die schon zusammengeklebt. Jetzt muss ich hier nur noch mal einmal einen Aufkleber drauf machen, weil das haben wir jetzt nämlich gemacht bei allen Kisten bisher. Wartet mal, das zeige ich euch mal. Und zwar habe ich hier so Aufkleber, die sind so geschnitten quasi. Und dann schreibe ich da einfach mit Edding oder mit hier so einem Schrift, schreibe ich einfach ungefähr auf, erstmal für wen das ist, also damit man quasi sofort weiß, in welches Zimmer. Und dann schreibe ich halt Spielzeug hin, ne? Damit man auch weiß, was es ist. Zum Beispiel, ob es Kleidung ist oder, ja, Spielzeug. So, jetzt habe ich das hier so. Und das kann ich hier einfach so, hier sieht man auch schon den Cut, ne? So, genau. Das kann ich nämlich einfach ablösen dann. Und dann kleben wir es da drauf, weil das sind ja schon benutzte Umzugskartons. Und deswegen stehen da teilweise, wenn da jetzt Küche draufsteht, dann heißt das nicht unbedingt, dass das... ja, bei uns auch in die Küche gehört, ne? Deswegen, ja, kleben wir das einfach hier drauf und dann wissen wir nämlich genau, für was das ist. Mega organisiert, finde ich, ne? Voll gut. Ja, dann haben wir hier schon wieder zwei Kisten. Dann will ich gleich nochmal gucken, und zwar die Sachen von den Kindern, die Sommersachen will ich nochmal machen. Ist die eine Kiste hier schon wieder voll? Die ist fast voll. Ich musste nur was draufstellen, weil Apollo die Tröte haben wollte. Achso, da hatten wir so eine Tröte drin, die wollte Apollo haben, genau. Ja, guck, das Büro zeige ich euch lieber nicht, das ist Chaos. Dann haben wir hier diesen Drucker hier noch gefunden. Das ist so ein, konnte der auch Farbe? Ich bin mir gar nicht sicher. Ja, so Farbe, genau, der konnte halt scannen und sowas, aber den benutzen wir nicht, weil der einfach, weil wir drucken halt, relativ wenig, aber... Wir drucken nicht in Farbe. Und wir drucken nicht in Farbe, genau, aber auch so drucken wir jetzt auch nicht so mega viel. Also wenn wir mal drucken, dann kann es sein, dass es viel ist, aber es kommt halt nicht jeden Tag vor, wisst ihr, was ich meine? Und dann ist das immer eingetrocknet und, ach, keine Ahnung, dann war das leer und dann war die Farbe leer und ach, das war halt so ein Hin und Her. Und deswegen haben wir jetzt beide einen Schwarz-Weiß-Drucker. So einen, der ganz viele Seiten, der kann zum Beispiel auch 50 Seiten auf einmal drucken, der hat da gar kein Problem, das hat der hier halt schon. Und das Einzige, was doof ist, wir haben jetzt keinen Scanner hier, aber ich kann ja bei der Arbeit auch mal was scannen. Und jetzt habe ich den bei eBay Kleinanzeigen reingesetzt. Drückt mir die Daumen, dass das verkauft wird. Ich habe auch schon meine ganzen Klamotten. Die ganzen Hosen, die hatte ich einfach in so eine Kiste reingepackt, habe die unten im Container gehabt. Habe jetzt angefangen, habe die bei eBay Kleinanzeigen reingesetzt. Und es wurden auch schon 3 Hosen verkauft. Finde ich richtig gut. Wie hast du denn zusammen reingesetzt? 6 oder 7.
meine Frau mit Kohle für Klamotten. Genau, ja, das Ding ist, ich habe von Größe 42 bis 46 habe ich da alles. Und jetzt habe ich schon 3 Hosen verkauft. Das ist richtig gut. Das waren diese H&M-Hosen. Die sind auch qualitativ echt hochwertig. Und ja, man braucht nur ein bisschen Geduld, aber man verkauft die dann alle. Genau, jedenfalls, ich mache jetzt doch nochmal einen kleinen Schwenker zu Koyas Büro. Tada! Hier steht alles voll. Genau, ich werde jetzt... Ja, das ist kein Büro, ist eine Lagerhalle hier. Liebe, mir ist jetzt eingefallen, ich wollte die Sommersachen von den Kindern. Ja, hast du eben schon ein Video erzählt. Ja, ich wusste nicht, ob du es gehört hast. Doch, aber dass ich die nochmal wegsortiere. Ich glaube, bei mir ist es relativ einfach. Die haben wir alle in so einer Kiste. Ich packe die einfach in so einen Umzugskarton nochmal rein. Warte mal. Genau, hier unten. Aber das sieht man jetzt schlecht, weil hier ist, obwohl auf der Kamera sieht man es besser. Die beiden Kisten, das sind, glaube ich, Sommersachen. Ach nee, das ist Knete. Okay. Dann sind das die Sommersachen. Hier hat Mia auch noch eine ganze Schublade leer. Genau. Hier haben wir auch schon ganz viele Spiele aussortiert. Also wir haben halt geguckt, welche Spiele spielt sie halt seltener. Ne? Zum Beispiel Monopoly haben wir jetzt vor lange nicht mehr gespielt und haben jetzt das alles weggemacht. Aber wir haben, glaube ich, schon 2 Umzugskartons nur mit so Gesellschaftsspielen weggepackt. Und ja. Und hier waren auch ganz viele so kleinere Spiele und so. Genau, die haben sie halt alle angesammelt im Laufe der Jahre. Und hier, ich habe übrigens weihnachtlich dekoriert. Genau, das werde ich jetzt auch nochmal machen. Dann haben wir auch nochmal einen Karton. Und wir sammeln übrigens die ganzen Kartons unten in unserem Gartenhäuschen. Ich weiß nicht, ob ich euch schon erzählt habe. Das haben wir leer geräumt und da stapeln wir jetzt die ganzen Kartons mit den ganzen Sachen, die wir halt jetzt erstmal nicht mehr brauchen. Die schon weg können. Das heißt, wir haben dann... Unsere Idee dahinter ist halt erstmal, dass wir beim Umzug nicht mehr alles packen müssen. Das ist schon mal eine Sache. Steht hier nicht im Weg rum. Wir können halt so besser Ordnung halten, wenn hier nicht mehr ganz so viele Sachen sind, weil wir haben echt viele Klamotten. Das ist uns auch schon aufgefallen. Wir müssen uns auch irgendwie von ein paar Sachen trennen, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber warum wir das auch noch gemacht haben, ist, wir fahren ja dann, also ab Mitte Februar, fahren wir dann, oder ist geplant, auf jeden Fall jedes Wochenende immer hinfahren und vielleicht auch ab und zu mal in der Woche hinfahren ins Haus und da Sachen machen. Und da wollen wir zum Beispiel schon im Keller, da ist zum Beispiel so ein Raum, wo wir relativ wenig machen müssen, dann können wir immer alles schon rüberbringen. Und zum Beispiel dann die Kinderzimmer, wenn wir die relativ schnell fertig haben, dann muss nicht ganz so viel gemacht werden, glauben wir. Dann können wir da schon mal die Sachen so ein bisschen einrichten und haben die Sachen schon rübergebracht, ne? Und müssen nicht alles am Umzugstag rüberbringen. Weil da habe ich nämlich... Ja, es wird kein Umzugstag geben, weil wir alles so nach und nach immer hin und her schieben werden. Genau. Und vor allen Dingen haben wir dann die Kisten halt wieder frei, also wenn wir die dann irgendwann aussortiert haben. Also wenn da zum Beispiel jetzt die Schränke sind, dann sortieren wir das in die Schränke rein, haben wir die Kisten wieder frei und können wieder neue Sachen reinpacken. Genau, so ist der Plan und ich kümmere mich jetzt um die Sommersachen. Hey, sexy! Darling! Okay, Koya ignoriert mich voll. Ja. So, alles wir... im richtigen Leben. Die Kinder sind jetzt im Bett. Ben ist gleich eingeschlafen. Ich habe noch eine Geschichte vorgelesen. Autofokus. Ich hasse es. Liebling, mein Fokus funktioniert wieder nicht so, wie ich es will. Genau. Also, ich habe noch eine Geschichte vorgelesen. Wir haben ja diesen Adventskalender. Macht er jetzt mit Absicht. Wir haben ja diesen Adventskalender, wo die ganzen Geschichten drin sind. Und wir haben ein paar Tage nicht gelesen, weil jetzt am Wochenende haben wir es irgendwie verplant, weil die Kinder abends dann Fernsehen gucken durften. Und dann wollten die natürlich lieber Fernsehen gucken, als Mamas Geschichte hören. Und ich glaube, Donnerstag ist... Tante, sondern ich habe Hunger. Donnerstag ist, glaube ich, Ben im Auto eingeschlafen. Irgendwie haben wir es auf jeden Fall verplant ein bisschen. Oh, Liebling, hör doch auf mit so einem Scheiß. Ja, auf jeden Fall Ben ist ganz schnell eingeschlafen. Und Mia war traurig, dass ich nicht nur 5000 andere Geschichten gelesen habe. Wir essen jetzt auf jeden Fall den Salat. Ja, das weiß ich. Und was dazu? Wir haben noch 2 Burgerbrötchen. Wir können noch 2 Burger essen. Ich möchte heute auch mal einen essen. Und diese Pommes-Dinger. Genau, wir machen uns jetzt nämlich noch Essen. Ich bin mega K.O. Wir haben es 7:45 und ich bin hungrig. Wir haben heute nur gefrühstückt. Wir haben keinen Mittag gegessen. Ich bin mega hungrig. Ja, meine Lernsachen liegen da noch. Ich hätte eigentlich noch 5 Stunden weiter lernen müssen, aber egal. So. Aber sie hat lieber auf der Couch gelegen und Fernsehen geguckt. Hab ich gar nicht. Ah, doch ein bisschen. Sorry, ein bisschen. Genau, also wir gehen jetzt ins Bett, essen jetzt noch eine Runde und gehen dann schlafen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!